Der Landtag in Kärnten wurde am Sonntag neu gewählt. 8 Parteien standen zur Wahl. Um 16 Uhr haben die ersten Wahllokale geschlossen und eine erste Trendrechnung lag auf dem Tisch. FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer hat die ersten Ergebnisse im Landtagsclub mitverfolgt. Ich bin sehr zufrieden. Also wir haben ja vor einem Jahr noch die Umfragen für uns gehabt bei 15%. Jetzt liegen wir bei 24, trotz starken Gegenwind von 2 Fraktionen. Auf jeden Fall, das ist das Team Kern und Team Köfer, der uns mit dem Christian Scheider hier in Klagenfurt natürlich Stimmen gekostet hat. Ein ehemaliger Bürgermeister von uns in der Landeshauptstadt und die Vision als Nachfolger von der MFG natürlich auch in unserem Wählersegment unterwegs und haben auch 2% gemacht. Also die Situation ist eine schwierige und in dieser Situation die 24%, wenn die so bleiben, bin ich sehr zufrieden. Angesichts der leichten Gewinne ist Angerer sehr zufrieden, auch wenn diese mehr hätten sein können. Ja, ich habe gehofft, weil der Himmel so schön blau war, dass es mehr wird, aber es wird halt nicht mehr. Der Wähler hat so entschieden. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wir haben dazu gewonnen. Es gibt einen großen Verlierer, das ist die SPÖ, mit dem hat auch niemand gerechnet. Also alle haben noch gesagt, die bleiben auf jeden Fall über 40. Jetzt sind sie offensichtlich unter 40. Und ja, so ist das Ergebnis.